Ja, dann fahre ich jetzt halt so. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht den, du kommst da nicht rüber, ohne den Reifen zu zerhauen. Wahrscheinlich hat mich das damals auch schon mal aufgeregt, ne? Die Achse ist halt ziemlich freiliegend da. Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Dofer Truck Simulator auf dem PC Folge 541. Wir fahren heute nicht Call-Up. Wir fahren auch mal wieder einer, den wir lange nicht gesehen haben, den Pacific P16. Tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Ich werde den jetzt erstmal für den Holztransport nutzen. Jetzt zumindest probieren. Einfach weil er eigentlich ganz gute Eigenschaften hat. Er hat mega Vortrieb, er ist breit und flach, das heißt, er sollte nicht so leicht kippen. Und er hat Power. Und nicht so einen hohen Kraftstoffverbrauch. Einziges Problem, Allradantrieb nicht installiert. Und das lässt sich natürlich auch nicht ändern. Diffsperre ist immer an. Das macht ihn natürlich bei bergauf zu einem Problem mit Ladung hinten dran. Auch er kommt hier nicht ohne Damage raus. Na gut. Er ist schon maximal breit, ne? Damage nehmen wir mit. Ich hätte auch den Pacestar genommen, aber beim Pacestar, ganz ehrlich, der hat weniger Power. Der verbraucht wesentlich mehr Kraftstoff, weil er 5 Achsen hat mit Allradantrieb. Und er ist nicht so stabil, ne? Oh. Sichtlich jetzt auch nicht gerade das mit, was ich gerechnet hatte. Ich dachte eigentlich, das wäre kein Problem. Ja, Fahrerkurs mit dem zur Rettung. Na gut, müssen wir ein bisschen aufpassen dann trotzdem. Hätte mir eigentlich vorstellen können, dass der da aber ja wenige Probleme mit hat, weil der so flach ist. Also, der muss doch einen mega tiefen Schwerpunkt eigentlich haben. Ah, was soll's. Zum Glück stand der Call-Up noch da. Dadurch sind wir direkt hier. Ja, schalt runter, wenn du es nötig hast. Los, mach mal. Halt schlimmer, einfach grundlos, Alter. Egal, so wird es leichter sein, denke ich mal. Hier zeigt sich die Schwäche des Trucks eben. Diese Steigungen sind eben sehr schwierig. Was ich persönlich nicht so ganz verstehe. Aber... naja. Man muss es so nehmen, wie es kommt, hä? Aber das nicht. Das ist einfach nur unnötig. Egal, wir können ja gleich alles reparieren. Ist ja auch schön.
Und der Kraftstoffverbrauch ist immer noch sehr schön. Den haben sie wenigstens nicht geändert. Jetzt kann ich nämlich erstmal wunderschön voll tanken, die Scheiße. Dann machen wir natürlich einen Dingsanhänger. Für die Reparatur. Zack. Jetzt brauche ich einen Hack. Das ist auf die andere Karte. Ich werde jetzt, denke ich mal, so 3-4 Ladungen sogar mal zu dem... Ist lachhaft, ne? Werde aber trotzdem, denke ich mal, 3-4 Ladungen transportieren zu dieser Station, dass wir schön Planken herstellen können. Denn die brauchen wir ja überall. Aber ich repariere mich erstmal. Einen kaputten Truck brauche ich nicht. Wofür auch. Ja, machen wir es ein bisschen langsamer jetzt ganz kurz. Dann sollte das ja passen. Hoffentlich. Das ist doch nicht dein Ernst, ne? Ja, wow, Alter. Also. Es ist halt schon so. Weiß ich jetzt nicht so, was man zu sowas sagen soll halt. Das ist halt schon jetzt, also... Es ist ja... Ich glaube, in dieser Folge zocke ich was anderes, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist... Ich fahre da mit 2 km/h gegen und der... Na egal. Mach es halt noch 5 Mal, habe ich kein Problem mit. Das ist meine letzte Folge für heute, SnowRunner. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Also was ist denn das? Das ist halt keine Lächerlichkeit, das ist halt... Geht nicht. So. Oh. Ja, von mir aus hier, ach doch. Nochmal passiert, dann beende ich die Folge. Naja. Jetzt ein bisschen ungünstig nach 8 Minuten, aber. Ja, ideal, jetzt komme ich hier nicht mal mehr rum. Aber wer baut denn sowas hier auch hin? Also. Ja, es ist halt so. Du kommst hier nicht rum. Also. Das ist, glaube ich, mehr Schaden als vorher, ne?
Ja, dann fahre ich jetzt halt so. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht den, du kommst da nicht rüber, ohne den Reifen zu zerhauen. Wahrscheinlich hat mich das damals auch schon mal aufgeregt, ne? Die Achse ist halt ziemlich freiliegend da. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so passt. Ist halt die Frage, kann ich hier fahren, ohne umzufallen, oder... Nein, kann ich nicht. Das heißt, er ist auch so breit und trotzdem so instabil, das ist auch sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ich glaube, es wäre eine bessere Idee, wenn ich jetzt hier den... Kolob zur Hilfe nehme. Der kommt hier eiskalt alleine gar nicht rüber. Das ist schon... Ja, ist ein bisschen peinlich, muss ich sagen, aber naja, ist ja egal. Ah, perfekt. Ich kann ihn gar nicht rausziehen, oder? Hier. Ja. Ihr haltet mich hier vor ja nicht ab. Verstehst du? So, ja. Ich bin ja nämlich dämlich. Ich hätte den Truck auch die ganze Zeit bei der Werkstatt reparieren können und genau das werde ich auch tun. Gerade du mit deinem Allrad solltest doch hier gar keine Probleme haben mit dem Rüberfahren. So. Den Rest muss er jetzt aber alleine hinkriegen. Hoffen wir es mal. Ich bin ja noch so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich der richtige ist. Aber für Holztransport, mein Gott.
Jetzt werden die Ruckler auch häufiger, also wunderbar, das ist die letzte Folge, das habe ich gar nichts gegen gerade. Also, ja. Der Dauer des Spiels wird irgendwie immer nur schlimmer statt besser. Dankeschön dafür. So. Aber Allrad kann ich anmachen. Haha. Ah, da steht noch. Aber das ist ganz gut, dass er da steht. Er muss dann auch mit. Mach doch mal. Alter, die Ruckler. Okay, perfekt. Egal. Einfach nur nervend. Ja. Danke für die Lenkaussetzung. Meine Reifen in der Luft. Ja. Immer nicht so schlimm wie beim Kollop. Ach, der Ruckler. Also ich hoffe, nächste Folge ist dann wieder weg. Dann ist ja das Spiel wieder neu gestartet. Liegt daran. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Windows neu installiert. Bringt nichts. Es ist einfach das Spiel schuld. Ganz eindeutig. Da kann ich auch nichts machen. Alter.
Es stört mich ja selbst, Freunde. Ja, den bringe ich noch rüber und dann war es das erstmal für die heutige Session auch für mich, ne? Ich zeige jetzt nochmal ein bisschen was anderes. Danke, SnowRunner, dafür. Und auch euch vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Warten wir noch kurz, bis wir da sind. Na, jetzt sind nur noch die Aufgaben übrig und die Wettkämpfe. Ich denke, die kriegen wir jetzt auch relativ flott hin. Dann geht es diese Folge weiter. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Bis und bis zum nächsten Mal.